Ja, guten Abend zusammen. Ich konnte heute Nacht die Füße wieder mal nicht stillhalten, weil kurz vorm ins Bett gehen stand ich noch mal auf der Terrasse und habe nach oben geguckt. Oh, wir haben halt echt sternenklare Nacht und der Mond ist nicht zu sehen. Oh, da hat es mich so in den Fingern gejuckt. Oh, obwohl ich echt müde bin, musste ich jetzt um 11, halb 12 noch mal rausgehen und bin jetzt hier durch das Gehölz am Ufer entlang zu einem Steg vorgelaufen. Da positioniere ich jetzt meine Kamera und gebe mein Bestmögliches, um ein schönes Milchstraßenfoto zu machen. Die Milchstraße ist heute so circa von 0 Uhr bis 2 Uhr zu sehen. Ja, also der Steg hier, auf dem ich stehe, ist sehr lang, aber ihr seht selber, der ist hier mit dem Schilf komplett eingewachsen. Und so schaue ich jetzt erstmal, dass ich mich hier aus dieser Schilf-Area herausbewege, um möglichst wenig Störelemente in meinem Vordergrund zu haben. Weil mir geht es jetzt eigentlich um die Milchstraße und als schönen Nebeneffekt soll der Steg vor mir zu sehen sein. Also muss ich jetzt noch ein Stückchen nach vorne gehen. So, und in meiner Sternen-App, Fotopilz heißt die, sehe ich jetzt, dass die Milchstraße jetzt hier, oh, ich bin schon fast ein bisschen zu spät, hier direkt über dem Steg eigentlich zu sehen sein sollte. Ja, und wenn ich jetzt hier in diese App noch eingebe, ich habe ein 14mm Objektiv, fotografiere auf einer 1,8er Blende an der A7 III, könnte ich nach der App, nach der 500er Regel, 35 Sekunden lang belichten. Stimmt aber nicht, weil ich sehe dann tatsächlich wirklich Strichspuren. So halte ich mich dann eher mal hier an den 16 Sekunden oder 20 Sekunden fest. Ja, die Erfahrung habe ich einfach gemacht. Ich habe gerade mein Stativ aufgebaut, habe hier meine super Sternen-App, die Wetterprognose hat perfekt gepasst. Und was ist? Die Wolken haben zugezogen und ich habe keinen Blick mehr auf die Milchstraße. Ah, ärgert mich ein bisschen, aber ich lasse mich jetzt da nicht kleinkriegen davon. Ich kann jetzt zwei Dinge machen, hier noch eine halbe Stunde warten, was ich auf jeden Fall auch mache. Oder ich komme morgen nochmal her und versuche dieses Foto umzusetzen. Und so sieht man, wie schwer es tatsächlich ist, die Milchstraße zu fotografieren. Ja, man ist total wetterabhängig. Boah. Ja, Leute, Tag 2 meiner Nachtfoto-Expedition. Ich musste einfach nochmal starten. Ich habe mich jetzt von dem einen Fehlversuch vor 3 Tagen nicht entmutigen lassen. Habt ihr mitgekriegt, das peitscht mich ja nun auch viel mehr an, wenn es nicht klappt, gleich beim ersten Versuch. So, jetzt bin ich aber nicht nochmal zum selben Steg gefahren, sondern beginne die Nacht hier erstmal in Stegen. Und zwar hier an der ganz bekannten Bootshütte. Und von meiner Kombination hier, von meinem Setup, funktioniere ich genau gleich. A7 III und das 14mm Objektiv von Sony mit der 1,8er Blende. Jetzt führe ich euch mal ganz kurz durch, wie ich es mache. Habe ja schon einige Male gemacht, aber manche sehen das Video vielleicht das erste Mal. Und vergessen habe ich zu sagen, Ziel ist es, die Milchstraße so ein bisschen zumindest einzufangen, die über der Hütte gerade zu sehen ist. Das Zentrum von der Milchstraße sieht man noch nicht wirklich, beziehungsweise hier ist auch viel zu hell. Aber ich mache das Beste draus. So, Freunde, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze angehe. Als erstes drücke ich jetzt hier unten auf meinen Bright Monitoring voreingestellten Knopf. Ihr seht, wie sich jetzt das Display hier aufgehellt hat und ich somit meine Kamera oder das Stativ super gut ausrichten kann. Im nächsten Schritt schaue ich, dass ich hier manuell fokussiere. Und das habe ich vorhin schon gemacht, indem ich die Hütte mit der Stirnlampe angeleuchtet habe. Ich kann es euch jetzt nicht nochmal zeigen, weil neben mir sind andere Fotografen. Deswegen lasse ich das jetzt hier mit der Stirnlampe. Aber das war auf jeden Fall eine Option, die Hütte erstmal anzuleuchten, dann manuell zu fokussieren. Dann habe ich wie immer die 2 Sekunden Auslöseverzögerung drin.
fotografiere hier auf einer 1,8er Blende, weil mein Objektiv das kann. Und als ersten Test mache ich das Foto jetzt mal auf 20 Sekunden und ISO 1600. Also diese Werte sind bei der Kombination, die Sony 14mm an der A7 III eigentlich immer gleich bei mir. Beziehungsweise ich gehe auch hier gern mal auf 15 Sekunden runter, wenn ich die Sterne wirklich als Punkte haben will und nicht als Striche. Und das war es jetzt hier eigentlich zu meinen Einstellungen. Vom Weißabgleich her bleibe ich mal auf Automatik. Dann kann ich immer noch auf 3000 oder 2800 runterdrehen, wenn ich will, in Lightroom, weil das ja eine RAW-Datei ist, die ich hier anfertige. Aber ihr seht hier, wie die Milchstraße schon schön über der Hütte zu sehen ist. Und so mache ich jetzt das Foto mit den Einstellungen. Und ich denke mal, das braucht gar keine riesengroße Nachbearbeitung mehr. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Jetzt arbeite ich die Kamera alleine. Ich mache das Bild jetzt einmal auf 20 Sekunden Belichtungszeit und dann auch noch einmal auf 15 Sekunden. Und danach laufe ich vor zur anderen Bootshütte, weil da ist noch mal eine ganz kleine Hütte gleich nebenan. Bam. Geil. Die Mücken zerfressen mich hier schon wieder echt. Aber es ist keine Hexerei, es ist eigentlich echt easy, finde ich. Mit den Einstellungen und dem Objektiv funktioniert es eigentlich ganz gut. So. Also auch ein guter Tipp ist, bevor man das Foto macht, schaut euch den Himmel an, dass keine Flugzeuge durchs Bild schießen, weil mal diese Strichzieher, die will echt keiner sehen, keiner haben. Okay, next try, 15 Sekunden, ISO 1600, 1,8er Blende. Hoffentlich ohne Flugzeuge. Und dann geht's rüber zur anderen Hütte. Die ist viel kleiner, aber sieht auch recht schön aus. Nice! Bam, würde ich sagen. So, schauen wir mal weiter. Ne? So Leute, ich hatte jetzt genau 15 Minuten Zeit drüben an der großen Hütte, um diese ein, zwei Fotos zu machen. Und jetzt hier an der kleinen Hütte sieht man leider nichts mehr von der Milchstraße. Die Wolken sind plötzlich reingezogen, Schleierwolken sind am Himmel zu sehen und die Milchstraße versteckt sich. Aber somit ist es auch wirklich gut, wenn man sich übt an solchen Situationen, selbst wenn jetzt der Himmel leicht mit Wolken übersät ist, dass man einfach on point ist, wenn es tatsächlich mal richtig klar ist. Das muss dann einfach schnell gehen. Man hat auch nur eine begrenzte Zeit, den Mittelpunkt der Milchstraße zu fotografieren. Vielleicht mal eine Stunde, vielleicht eineinhalb. Und da kann man jetzt auch nicht so viele Spotwechsel vornehmen. Ja, ich mache es lieber so, mir Zeit zu nehmen, an einem Spot da verweilen und da ein richtig gutes Foto hinzukriegen. Macht meistens mehr Sinn, als sich ins Auto zu setzen und von Spot zu Spot hetzen. Ich weiß nicht, wie macht ihr? Fahrt ihr bei solchen Milchstraßen-Nächten mehrere Spots an oder bleibt ihr an einem Spot? Schreibt es ruhig in die Kommentare rein und jetzt sage ich ciao, gute Nacht, euer Sigi vom Ammersee.